Stefan, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die kurze Vorstellung, Lisa. Ich bin sehr froh, hier sein zu können und natürlich ein bisschen nervös. Deswegen stelle ich mir mal meinen Timer, dass ich die Zeit nicht überziehe. Und ja, bin jetzt für euch da. Worum geht es heute? Wir reden über Verantwortungseigentum und das machen wir am Beispiel unseres Unternehmens, denn wir sind diesen Weg bereits gegangen. Mein Unternehmen, die Firma Arche Naturprodukte, ist ein Unternehmen, das Importeur und Hersteller von manufakturgefertigten, also sehr speziellen, sehr hochwertigen asiatischen Bio-Lebensmitteln ist und auch dazu noch eine Range von glutenfreien Back- und Bindemitteln herstellt und vertreibt. Wir schauen da auch gleich kurz drauf, aber das ist keine Werbeveranstaltung natürlich. Schwerpunkt der Asia-Linie sind traditionelle japanische Soßen, Würzmittel, Misos, Nudeln, Meeresalgen, Sushi-Zutaten und so weiter. Und bei der Back- und Bindemittellinie, also der europäischen Küchenhelferlinie, sind es Soßenbinder, Backzutaten, Geliermittel und so weiter. Eine Besonderheit ist schon gleich vorwegzuschicken. Wir verkaufen nicht überall hin. Wir sind da sehr restriktiv aus Tradition, weil wir sind in dem Biofachhandel groß geworden. Und deswegen sind wir auch im Biofachhandel geblieben. Das heißt, also wir gehen nicht zu den großen konventionellen Filialisten dieser Welt, weil wir denken, dass aktuell unsere Produkte und hoffentlich auch in Zukunft im Biofachhandel und in Biosupermärkten gut aufgehoben sind. Key Issues, 100% Bio in unserem Sortiment, möglichst glutenfrei, also sozusagen auch mit einem gesundheitlichen Anspruch und einem gesundheitlichen Mehrwert. Produktion bei den asiatischen, speziell japanischen Produkten mit natürlicher Fermentation, manchmal über 16, 20, 24 Monate und dann auch eine hohe Transparenz und Sicherheit, denn wir haben hier, Entschuldigung, mein Timer klingelt, was ist das? So. Ganz wichtig ist uns hohe Transparenz und Sicherheit, damit die Kunden wissen, was sie bekommen und sie wissen auch mittlerweile nach 35 Jahren des Bestehens des Unternehmens, dass sie sich auf uns verlassen können. Wie sieht das Ganze aus? Nur ganz kurz, also das ist zum Beispiel die Japan- und Asien-Linie. Der eine oder andere wird es gesehen haben, wenn er im Biomarkt einkauft, im Bioladen, im Biosupermarkt. Es sind insgesamt 80, 90 Produkte in dieser Linie, dann nochmal 30 Produkte im Bereich der Back- und Bindemittellinie. Zur Geschichte des Unternehmens, ganz interessant, 82 gegründet als kleiner Makrobiotikladen, die Arche in Ravensburg von einem Makrobioten, der als erster asiatische, natürlich fermentierte Produkte, Misos, Sojasoßen, nach Deutschland importiert hat. 1990 dann übernommen worden durch die Biogarten GmbH, die damals noch in München war. Später dann 95 nach Hilden, hier in der Nähe von Düsseldorf, umgezogen ist und dann im Prinzip Arche mitgenommen hat. Arche ist somit auch nach Düsseldorf gekommen, ist zu einer Marke geworden, ist sozusagen ausgegliedert worden aus der Biogarten-Muttergesellschaft, wenn man so will, die ein Großhändler war. Arche ist ja ein Hersteller und Importeur, also ein ganz anderes Geschäftsfeld, deswegen eine Ausgründung. Und seit 2017 begann dann der Erwerbsprozess, das heißt, die Alteigentümer sind auf mich zugekommen und haben gesagt, mein Lieber, du machst das jetzt schon lange, du machst das ganz ordentlich, möchtest du das Unternehmen erwerben? Dazu erzähle ich gleich noch was. Und seit 2019, also seit April 2019, sind wir ein sich selbst gehörendes Unternehmen in Verantwortungseigentum. Gut. Sprechen wir mal über die Motivation oder was ist eigentlich passiert? Als ich Geschäftsführer wurde, dachte ich, okay, das ist erstmal ein Job für 5, 6 Jahre
Und das mache ich gerne und ich bleibe somit in der Biobranche. Ich war ja dort groß aufgewachsen und habe mein ganzes Herzblut da reingeschenkt. Und dann kam aber plötzlich kam man auf mich zu und hat gesagt, wir wollen das Unternehmen abgeben und möchtest du es kaufen? Anders, wenn ich es nicht kaufe, wäre es irgendwohin verkauft worden. Und das war natürlich erstmal eine ganz schwierige Situation, weil wenn man so ein Unternehmen 7, 8 Jahre lang begleitet hat und dann heißt es auf einmal, du musst es übernehmen als Geschäftsführer. Man hat ja nicht die Geldstapel in der Ecke liegen. Das ist erstmal eine Herausforderung. Und dann ist natürlich die Frage, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Das heißt, mit 54, 55 willst du dann noch Unternehmer werden? Also das ist eine ziemliche Entscheidung und gar nicht so einfach. Und ich habe mir dann überlegt, ja, Unternehmer werden. Will ich das eigentlich? Und das ist ja eine Entscheidung, da muss auch die Familie mit eingebunden werden und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, was ist die andere Variante? Die andere Variante ist, das Unternehmen wird verkauft an irgendjemanden, den ich nicht kenne. Und der macht dann mit dem Unternehmen wie mit einem Sack Kartoffeln unter Umständen, was er will. Und da geht es gar nicht so sehr um meine eigene Zukunft, sondern da geht es auch sehr stark, ging es mir sehr stark um die Frage, wie kann der Sinn dieser fantastischen Marke, dieses wunderbaren Unternehmens und die ganze Philosophie und die Nachhaltigkeit und die Konsequenz in den Produkten, wie kann das erhalten werden? Denn wenn es verkauft wird, das Unternehmen, ist es ja nicht garantiert, dass der Sinn, die biologische Produktion, all das, was wir tun, dass das so bleibt. Ja, normalerweise ein neuer Eigentümer führt Änderungen ein. Und die Option war, den einen Weg zu gehen, also sich sozusagen mitverkaufen zu lassen oder eben zu sagen, ich nehme das Ding selbst in die Hand. Und ich habe dann gesagt, das ist für mich war ein innerer Entschluss, ich möchte eigentlich nicht, dass vor allen Dingen meine Mitarbeiter und die wunderbare Philosophie des Unternehmens in Hände kommen, die wir gar nicht kennen. Wir wissen nicht, was da passiert. Und das ist ja das, was normalerweise in der Wirtschaft abläuft. Wir haben heute viele mittelständische Unternehmen, die in einem Transformationsprozess sind, einfach weil die Eigentümer die Altersgrenze erreichen. Und was passiert mit dem Unternehmen? Also entweder wird es vererbt und bleibt irgendwie in der Familie. Da ist dann sozusagen, sind die Kinder dann dran oder nahe Verwandte. Und die andere Variante ist, das Unternehmen wird verkauft an eine Investmentgesellschaft. So ein Klassiker, wir kennen das aus vielen Industriebetrieben, die heute in Konzernhand sind, zum Teil auch in ausländischer Hand oder einfach bei Private Equity Gesellschaften untergekommen sind, die dann sozusagen fernab vom eigentlichen Betriebsgeschehen bestimmen, was da passiert. Und da wird es dann natürlich unter Umständen gefährlich, weil dann ist eben nicht mehr gesichert, dass der Sinn erhalten bleibt und dass der Standort erhalten bleibt, dass man weiter die Produkte, in die man so viel Herzblut hineingesteckt hat, dass man die weiter so produzieren darf. Da wird häufig die Qualität ausgehöhlt, da wird häufig die Mitarbeiterschaft ausgedünnt, da werden Produktionsstandorte verlagert und so weiter. Und das ist deshalb so, weil natürlich Investment bedeutet, man will Profit haben. Und das steht im Vordergrund. Ja, es geht um Profit, aber nicht unbedingt um Sinn. Und meistens ist es ja sogar so, dass der Sinn mehr oder weniger egal ist und der kurzfristige Profit, die Gewinnmaximierung, steht im Vordergrund. Und das wollte ich auf keinen Fall. Also war klar, ich musste das Unternehmen übernehmen für mich und wollte aber auch gleichzeitig ein Signal setzen, sowohl an meine Mitarbeiter, dass ich das Unternehmen sozusagen, nachdem ich dann es gekauft habe, nicht führe wie ein klassischer Unternehmer, sondern dass ich will, dass die Arbeit der Mitarbeiter erhalten bleibt und fortgeführt wird. Denn ich habe mir überlegt, es ist ja gar nicht so, dass die Mitarbeiter, dass ich das alleine irgendwie geschaffen habe. Ja, das Unternehmen hat eine lange Tradition und da sind Mitarbeiter dabei, die sind viel länger an Bord, als ich selber bin. Und das muss erhalten werden, das muss geschützt werden. Und ich will auch nicht ein klassischer Unternehmer sein. Jetzt ist das ja nichts Anrüchiges zunächst, aber
Trotzdem ist es so, für mich ist ein Unternehmer jemand, der mit dem Unternehmen machen kann, was er will. Ja, wie mit einem Sack Kartoffeln, er kann es zerschneiden, er kann es verkaufen, er kann es verrotten lassen und so weiter. Ich hatte das Gefühl, das ist nicht mein Weg. Das Unternehmen gehört eigentlich den Mitarbeitern. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann auf die Purpose-Stiftung in Berlin getroffen. Das ist eine Vereinigung von jungen Menschen, die sagen, wir wollen Wirtschaft anders denken. Nämlich nicht so, dass es abwesende Eigentümer gibt, irgendwelche Aktionäre, die die Unternehmen ausquetschen, die die Unternehmen auf Profit trimmen, denen völlig egal ist, was mit den Mitarbeitern, mit den Produkten, mit der Philosophie passiert. Und dazu haben sie ein Modell geschaffen und das heißt Verantwortungseigentum. Wie funktioniert das? Es geht, im Kern geht es um Eigentum, also Rethink Ownership, Transform the Economy. Und es geht, wie gesagt, Transform the Economy in einem zweiten Schritt auch dazu, darum, Impulse in die Wirtschaft zu setzen, wie man Eigentum neu denken kann. Und das ist etwas, was durchaus mit klassischem Unternehmertum vereinbar ist. Also keine Angst, ich bin jetzt kein Heiliger, ich bin auch kein Ideologe, ich bin auch nicht ein Sozialist und ich bin schon gar kein Kommunist, aber ich möchte gemeinsam mit der Purpose-Stiftung und der Purpose-Initiative die Wirtschaft verändern. Ich möchte einen Impuls setzen. Und die Frage ist natürlich, die ihr habt, wie funktioniert das eigentlich? Und ganz wichtig ist, dass natürlich das Unternehmen selbstbestimmt bleibt. Das heißt, die Mehrheit der Stimmrechte wird innerhalb des Unternehmens gehalten und gehört nicht irgendwelchen fremden Leuten, die mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben, die nicht in ihm arbeiten, die die Mitarbeiter nicht kennen, sondern das Unternehmen bestimmt selbst, was im Unternehmen passiert. Der zweite Punkt ist, um das Ganze abzusichern und glaubwürdig zu machen, auch nach außen natürlich für die Kunden, weil viele Menschen interessieren sich ja heute dafür, wem gehört das Unternehmen, was passiert damit, wer bestimmt da, bringen wir unser Geld, indem wir die Produkte kaufen, in ein Unternehmen, dessen Ziele oder dessen Ideen der Eigentümer wir gar nicht unterstützen wollen. Und das ist eben deswegen wichtig, dass man in diesem Sinne über Eigentum nachdenkt. Und wichtig ist dabei, dass Purpose, also die Transformation des Unternehmens in ein Purpose-Unternehmen dafür sorgt, dass, das sind jetzt ganz wichtige Elemente, dass die Gewinne im Unternehmen bleiben. Das heißt, sie werden entweder reinvestiert oder sie werden gespendet oder sie können dann eben noch in höheren Mitarbeitergehältern ausgezahlt werden. Ja, aber es geht nicht, dass die Gewinne irgendwo privatisiert werden. Also ich als Eigentümer kann und darf, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe und zum Notar gegangen bin, keine Gewinne mehr entnehmen. Ein weiteres Element dieses Asset Locks ist, dass ich eben das Unternehmen nicht verkaufen darf. Und ganz interessant vielleicht, ich darf es auch nicht vererben, also einfach an meine Kinder geben. Wenn ich Kinder habe, die sich dafür interessieren und ich habe Kinder und sagen, ich kann mir vorstellen, dem Unternehmen mitzuarbeiten, dann können sie sich bewerben, mein Nachfolger als Verantwortungseigentümer zu werden. Aber am Ende, es gibt einen Nachfolgerat, der besteht aus mir und Leuten der Purpose-Stiftung, dann wird nach Qualifikation, nach Fähigkeit entschieden und nicht etwa nach Blutsverwandtschaft. Ja, das heißt, wenn meine Kinder zum Beispiel alle mitmachen wollten, aber wir finden innerhalb des Kreises der Kinder niemanden, dem wir zutrauen, das Unternehmen zu führen und seinen Sinn dauerhaft zu erhalten, dann würde der Nachfolgerat sagen, lieber Stefan, du möchtest zwar eines deiner Kinder hier installieren und zum Geschäftsführer machen, zum neuen Verantwortungseigentümer, aber wir trauen es ihm nicht zu, die Qualifikation ist nicht da, dann wäre es unterbunden. Das sind so die wesentlichen Elemente dieses Asset Locks. Also zwei Punkte, Selbstbestimmung, das Unternehmen bestimmt selbst und nicht Aktionäre oder Eigentümer, die fernab sitzen. Die Mitarbeiter, der Geschäftsführer, der Eigentümer des Unternehmens bestimmt und nicht irgendjemand fernab. Und wir haben den Asset Lock. Und
Es geht im Wesentlichen darum, das Prinzip Money gleich Power aufzuheben. Das heißt, das ist ja das klassische Prinzip. Ja? Also wer das Geld investiert in das Unternehmen, der hat das Sagen. Ja? Und häufig sind es eben fremde Aktionäre. Und jetzt ist die Frage, Money ist nicht mehr Power. Kann das irgendwie funktionieren? Ja? Wenn jemand sozusagen Geld in das Unternehmen steckt, dann will er ja auch normalerweise bestimmen, was da läuft, ja, und was der Weg des Unternehmens ist. Und diese Logik, diese Verbindung, die will Purpose gemeinsam mit den Unternehmen, die diesen Weg gehen, durchbrechen. Übrigens auch Carl Zeiss, das ist ein Chart von Purpose jetzt, hat damals vor dem Problem gestanden, als Gründer einer großen Optikfirma, als er an die Altersgrenze kam, was mache ich eigentlich mit dem Unternehmen? Und er hat sich genau das überlegt. Also im Grunde, ich habe das doch nicht geschaffen. Das waren doch die Mitarbeiter. Also kann ich doch jetzt nicht am Ende meines Berufslebens das Unternehmen verkaufen und das Geld nehmen und irgendwie verjubeln. Und es ist auch nicht gerecht, das Unternehmen einfach an meine Familie zu vererben, abgesehen von der Frage, ob da jemand geeignet ist, um das Unternehmen weiterzuführen. Das Unternehmen, der Wert ist nicht durch Carl Zeiss allein geschaffen worden, sondern im Wesentlichen durch die Mitarbeiter. Er war Ideengeber, er war Erfinder, er war unverzichtbar, klar, aber genauso waren die Mitarbeiter unverzichtbar. Und deswegen hat er sein Unternehmen zum Beispiel in eine Stiftung übergeführt. Und diese Stiftung dient eben dann gemeinnützigen Zwecken. Und heute gibt es viele Unternehmen, die entweder Stiftungsunternehmen sind, große Namen zum Teil dabei, Carl Zeiss, Mahle, Robert Bosch Stiftung, Alnatura ist mittlerweile diesen Weg gegangen, alles Unternehmen, Dr. Hauschka, die ihre Anteile in eine Stiftung eingebracht haben und meistens mit dem Zweck, nicht eine Familie zu ernähren, sondern den Sinn des Unternehmens zu erhalten und mit den Gewinnen sinnvolle gesellschaftliche Dinge zu tun. Ne, also nochmal klar, früher war es so, Familie, da lag das Eigentum und die Macht, ne, in dem alten Modell. Und wenn es in den Übergang, ne, wenn der Eigentümer an die Altersgrenze kommt, dann entscheidet das Blut, die Blutsverwandtschaft. Also manche sagen auch die Lotterie, die Spermienlotterie, ob man eben das Unternehmen bekommt. Ne, dann bleibt es sozusagen in der Familie und was dann passiert, ist unklar. Und es sind nicht unbedingt die qualifiziertesten Menschen, die aus der Familie kommen. Im besten Fall kann das sein, muss aber nicht. Verkauf, Börsengang, eine andere Variante. Man verkauft das Unternehmen, es ist viel Geld da, der Eigentümer, der Gründer wird reich. Und ja, was mit dem Unternehmen passiert, unklar. Neuer Weg, Verantwortungseigentum. Das heißt, wer wird der Nachfolgeunternehmer? Jemand, der die Fähigkeiten und Werteverwandtschaft mitbringt. Also nicht jemand, der aus der Familie kommt, nicht jemand, der das meiste Geld hat, sondern jemand, der den Sinn, die Idee, die Inhalte des Unternehmens weitertragen kann. Und ich versuche es nochmal klar zu machen für unsere Situation. Wie funktioniert das Ganze? Das Problem ist, für kleine und mittelständische Unternehmen wie uns ist die Gründung einer Stiftung, so wie Carl Zeiss oder Robert Bosch das gemacht haben, ein nahezu unmögliches Unterfangen. Es ist wahnsinnig kompliziert, es ist wahnsinnig teuer, es dauert wahnsinnig lang, es ist eine Riesenbürokratie. Das heißt, Stiftungen sind eigentlich für den Mittelstand nicht geeignet und es gab bis dato für den Mittelstand und für kleinere Unternehmen keine gute Lösung. Und die Idee von Purpose war, wir müssen einen einfachen Weg finden, damit auch mittelständische und kleine Unternehmen den Weg in Verantwortungseigentum gehen können. Und das funktioniert eben mit dem schon genannten Asset Lock. Ja, das bedeutet, die Purpose Stiftung erwirbt an dem Unternehmen, so haben wir es auch bei uns gemacht, 1% der Stimmenanteile, hat aber kein Gewinnrecht und redet eigentlich auch nicht in das Geschäft rein, also hält sich raus. 99% der Stimmrechte liegen bei mir. Ja, ich habe das Geld aufgetrieben, das Unternehmen zu erwerben. Es gehört zu 100% mir, aber mir gehören nur 99% der Stimmrechte. So, und jetzt kommt der Trick.
Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel als Unternehmer, ich habe keine Lust mehr oder ich bin jetzt zu alt, ich möchte das Unternehmen abgeben, dann kann die Purpose-Stiftung verhindern und wird verhindern, dass ich das Unternehmen einfach verkaufe. Ja, die sagen dann, nein, nein, lieber Stefan, so geht das nicht. Du bist ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, du darfst es nicht verkaufen. Dasselbe passiert, wenn ich Gewinne entnehmen wollte. Ja, ich bekomme nur mein Gehalt, ich bekomme ein gutes Gehalt, ich bin kein Heiliger, ich verdiene gut, aber ich darf nicht die Gewinne privatisieren. Ja, ich darf nichts entnehmen. Die Gewinne bleiben Unternehmen und stärken das Unternehmen. Dann, wenn ich auf die Idee käme, das Unternehmen zu vererben, also in mein Testament zu schreiben, meine Kinder erben das Unternehmen, dann würde wieder die Stiftung kommen und sagen, nein, wir haben ja 1% Vetoanteil, wichtige Entscheidungen müssen 100%, mit 100% Stimmrecht, so steht es in der Satzung, getroffen werden. Wir blockieren das. Und somit haben wir im Prinzip eine Konstruktion, die eine Stiftung, ein Stiftungsmodell auf einfachem Wege ersetzt. Ja, das heißt also, das Unternehmen ist nicht mehr verkäuflich und ich kann damit nicht mehr wie mit einem Sack Kartoffeln machen, was ich will. Und somit haben die Mitarbeiter auch die Sicherheit, dass der Weg des Unternehmens auf lange Zeit erhalten wird und auch der Sinn erhalten wird. Und übrigens auch die Kunden. Ja? Also wenn jemand ein Produkt von uns kauft, dann weiß er, das sind keine Investoren, die sozusagen nach dem üblichen kapitalistischen Modell die Gewinne abziehen, sondern sie bleiben im Unternehmen, werden reinvestiert oder gespendet. Ja, und was macht das Ganze? Es gibt Forschungen darüber im Ausland, wo es schon ähnliche Modelle gibt. Und da ist zum Beispiel festgestellt worden, 2016 von einigen Professoren vorwiegend an der Universität Kopenhagen, dass Unternehmen, die wie eine Stiftung aufgestellt sind, Stiftungsunternehmen oder eben auch Unternehmen in Verantwortungseigentum, dass die insgesamt über die Lebensdauer der Firmen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Ja, das sozusagen dieses Modell wirkt auch in Richtung der Stabilität des Unternehmens. Das heißt, hier gibt es also Auswertungen, die zeigen, solche Stiftungsunternehmen sind einfach stabiler und langlebiger. Und was sind weitere Folgen, wenn man diesen Weg geht? Es gibt nicht nur eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, sondern eben im Übrigen auch eine bessere Profitabilität im Durchschnitt solcher Unternehmen. Sie zahlen die besseren Löhne. Sie haben eine bessere Bindung der Mitarbeiter. Die entscheidenden Führungskräfte bleiben länger, also wechseln nicht ständig. Das führt natürlich auch zu einer langfristigen Stabilität des Unternehmens. Und es gibt eben keine Machtkonzentration. Sie kümmern sich mehr um die Umwelt und um Nachhaltigkeit. Und die Mitarbeiter haben insgesamt eine höhere intrinsische Motivation, denn das Unternehmen, sie arbeiten ja nicht für einen Unternehmer, sondern sie arbeiten für ihr eigenes Projekt. Das heißt, der Sinn wird erhalten. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, dass diese Forschung eben auch diese Vorteile einer Stiftungslösung beziehungsweise des Verantwortungseigentums zeigen. Und was jetzt noch interessant ist, natürlich ist diese Beteiligung der Purpose-Stiftung mit diesem 1% Veto-Anteil eine Hilfskonstruktion. Warum gibt es die überhaupt? Ja, eben weil das Stiftungsrecht so kompliziert ist, weil es so aufwendig ist und weil die Unternehmen, die kleineren Unternehmen das einfach nicht schaffen können. Also ich weiß von vielen Beispielen, wo mittelständische Unternehmen Stiftungen gegründet haben, haben gesagt, wir sind fast dran zugrunde gegangen an der ganzen Komplexität. Das heißt, Purpose schafft mit diesem Veto-Modell und seiner einzigen Aufgabe, nämlich den Unternehmensverkauf zu verhindern und den Sinn des Unternehmens zu erhalten, schafft sozusagen eine Hilfskonstruktion, die die Stiftung ersetzt. Problem ist dabei, es gibt keine geeignete Rechtsform, die jetzt zum Beispiel Purpose ersetzen könnte. Ja, weil wenn wir eine Rechtsform hätten, zum Beispiel eine GmbH in Verantwortungseigentum, dann wäre es möglich, auch für kleine und mittelständische Unternehmen diesen Weg zu gehen.
Und was wir jetzt im Moment machen, also da unterstützen wir als Unternehmen sehr stark. Wir arbeiten mit Purpose auch auf der politischen Ebene und auch mit der Stiftung Verantwortungseigentum und versuchen, einen Gesetzesentwurf, der von Universitätsprofessoren entwickelt worden ist, in den Bundestag zu bringen. Das war jetzt in den letzten Wochen sehr stark in der Presse, weil wir sozusagen auf die politische Ebene gegangen sind. Und wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Unterstützer. Wir waren bei Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister. Wir hatten zu Gast Annegret Kramp-Karrenbauer, die uns Unterstützung zugesagt hat. Wir haben mit der SPD-Spitze gesprochen, die sehr positiv uns zugeneigt war. Auch mit der FDP, mit den Grünen sowieso. Also da versuchen wir sozusagen diesen Gesetzesentwurf für eine GmbH in Verantwortungseigentum durchzusetzen. Übrigens eine ganz schwierige Geschichte, denn das deutsche Unternehmensrecht ist seit einem Jahrhundert dasselbe, geht auf Bismarck zurück und seitdem wurde da nicht mehr viel geändert. Das heißt also, so etwas zu tun, ist natürlich eine erhebliche Novität, für die es gar keine Strukturen gibt. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Und natürlich gibt es auch Widerstand, ja, weil viele sagen, ja, braucht man das und das macht es nur noch komplizierter und es gibt auch ein GmbH-Gesetz und man kann ja auch eine Stiftung gründen und so weiter. Also es gibt auch eine Menge politischen Widerstand. Aber wir glauben eben, es muss möglich sein, für einen Unternehmer zu sagen, ich bin zwar Unternehmer, ja, aber ich gehe nicht den klassischen Weg, indem ich alles privatisiere für mich, meine Kinder, meine Erben, sondern ich lasse den Sinn im Unternehmen. Und das stelle ich sicher, indem ich eine GmbH in Verantwortungseigentum werde und mich damit unverkäuflich mache und eben diesen Sinn weiter verfolge. Dazu muss es eine eigene, einfache, gangbare Lösung geben. Und wir hoffen sehr, dass wir mit den vielen, ja, mit uns doch sehr einigen Unterstützern, die uns auch ihre Hilfe zugesagt haben, dass wir das jetzt dann gemeinsam durchsetzen. Und wie gesagt, treibend ist da die Stiftung Verantwortungseigentum, die wir im November letzten Jahres gegründet haben, gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen und eben die Purpose-Stiftung. Für mich, also ich habe oft gehört, dass Leute sagen, bist du verrückt, ja, du nimmst die ganzen Schulden auf, ja, ich musste mir das Geld ja leihen bei den Banken, muss dann natürlich persönlich für bürgen. Und gleichzeitig gebe ich aber sozusagen das Recht ab, das Unternehmen, wenn sich der Wert zum Beispiel in ein paar Jahren noch erheblich gesteigert hätte, zu verkaufen oder es zu vererben. Aber ich muss sagen, es ist ja nur ein Weg von vielen und der sozusagen Verantwortung ausdrückt. Aber für mich ist er sehr schlüssig, denn ich habe mein ganzes Leben eigentlich dafür gekämpft, dass der ökologische Landbau vorankommt, dass mehr Bioprodukte in die Welt kommen, dass eine nachhaltige Wirtschaft entsteht. Nur deshalb habe ich eigentlich Wirtschaft studiert. Und deswegen ist es für mich total schlüssig. Ich wollte eigentlich nie so ein klassischer Unternehmer werden, sondern ich möchte eigentlich Sinn stiften. Und das ist mein eigentlicher Lohn. Neben meinem Gehalt ist mein Lohn meine Motivation, dass ich einfach Sinn stiften kann, dass das Unternehmen erhalten wird, dass die Mitarbeiter Freude haben, dass sie wissen, sie arbeiten für sich und nicht für einen Unternehmer, den sie damit reich machen. Und das ist für mich ja der geeignete Weg. Und ich bin total dankbar, dass ich das so gehen darf. Zum Schluss vielleicht noch eine kleine Geschichte. Da geht es um diese Frage des Vererbens. Und im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, die wir mit der Purpose-Stiftung hatten, habe ich einen jungen Mann getroffen, der saß mir dann gegenüber nach der Veranstaltung am Biertisch und der war so, weiß nicht, 32 vielleicht oder Anfang 30. Und ich habe ihn gefragt, was er so macht. Und er sagte, naja, ich bin der einzige Sohn und Erbe eines großen Unternehmens mit 10.000 Mitarbeitern. Und mein Vater, der ist schon über 70 und der wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ich sein Unternehmen übernehme, dass ich einsteige. Ich habe deswegen extra Wirtschaft studiert. Ich bin
Ich bin auch im Unternehmen gewesen, habe dort mitgearbeitet und auf Sicht mit der Zeit habe ich dann festgestellt, ich kann das nicht, ich will das nicht, diese Verantwortung mit diesen vielen Menschen, mit diesen Mitarbeitern. Und ich weiß gar nicht, wie ich es meinem Vater sagen soll, der das eigentlich von mir erwartet und der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich ihm nachfolge. Und ich bin der einzige Nachfolger. Und da muss ich sagen, das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich, also ich war richtig betroffen von diesem doch sehr erkennbar verzweifelten jungen Mann. Ich war richtig gerührt, angerührt. Und dann habe ich so gedacht, okay, also wenn ich jetzt Unternehmer noch werde, und dann habe ich ein Unternehmen, will ich eigentlich meine Kinder dem Druck aussetzen, mir nachzufolgen? Irgendwie besteht der ja immer. Ja, und natürlich wünscht man sich das als Vater, dass die Kinder einem nachfolgen. Das kann ich gut verstehen. Aber ich habe gedacht, nein, die sollen ganz frei ihren Weg gehen. Und mit meinem ältesten Sohn habe ich gesprochen, der sogar Wirtschaft studiert und der sehr im Bereich Nachhaltigkeit tätig ist, der viel über Gerechtigkeitsfragen forscht. Und habe gesagt, du, wie findest du das? Und da hat er gesagt, zu meiner großen Überraschung, Papa, klasse, finde ich richtig, richtig cool. Geh diesen Weg, weil damit fällt der ganze Zwang für mich weg. Ich muss mich gar nicht damit beschäftigen, ob ich dir nachfolgen will, ob ich in das Unternehmen gehen will. Ich kann es mir überlegen. Ja, ich mache jetzt erstmal mein Studium und dann werde ich irgendwo anders arbeiten und was ausprobieren. Aber der ganze Druck ist von mir weg. Und das war eigentlich im Nachhinein die Bestätigung, dass auch in diesem Sinne der Weg ein Purpose-Unternehmen zu werden, in Verantwortungseigentum zu gehen, diese Erberei, diese Themen eigentlich auszuklammern. Das hat sich sehr, sehr stark bestätigt dadurch und hat mich eigentlich ja, nochmals sicherer gemacht, dass es Sinn macht, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, ich konnte jetzt die Zeit nicht so genau im Auge Vielen behalten. Dank. Die Zeit ist super.